Okay, Ranking Battle, weiter geht's. Aha. Wir verlassen die Stadt. A man from the East had acquired power. Real power. Beyond brute strength or deadly weapons. Beyond technology or gimmicks. It's the power all humans have, but few learn to harness. It subdues all enemies with the sheer force of its will. When fighters who wield this clash, the battle is epic. They see it in each other and form a brotherhood. It becomes a test of their souls. Maybe someday we'll be the spectators of such a battle. Die immer mit ihrer grünen Glut. Die lodernde Flut. Die glühende Loder. Was? Was sehen wir da gerade? Es klingt nach einem Motorrad. Ah, okay. Wird das jetzt ein Moped-Kampf? Wird das jetzt wirklich ein Moped-Kampf? Anscheinend. Gas geben. Bremsen. Brauche ich nicht. Nitro. L. Aha. Stier, gut. Und was, wird das jetzt ein Rennen oder was machen wir denn eigentlich? Muss ich irgendwo hinfahren? Oder wird das eine Arena? Ah, das ist, glaube ich, eher so ein Arena-Kampf. Ich verstehe überhaupt nichts. Oh, ich glaube, ich habe verloren. Und ich glaube, jetzt verstehe ich's. Aber mit der Kurvenlage, ey, puh, naja, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich muss dem am besten ausweichen. Ich verstehe den Kampf nicht. Oh, ich dachte schon, ich habe gewonnen. Der ist in der Luft. Der schwebt. Warum kann der fliegen? Warum macht der Wheelies im Nix? Cheater. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie... Was soll ich denn in der Situation machen, bitte? Wie mache ich denn das gerade? Ich habe gerade einen Wheelie gemacht. Das ist gut, ich weiß nur nicht wie. Von dem Wheelie wurde mir nichts gesagt. Aha, ich glaube, ich habe gewonnen. Das war weird. Gute Nacht, Cludo. Mach's gut. Piledriver des Todes. Aha, es kommt schon noch ein klassischer Kampf hier. Na dann. Oh, zwei Klingen. Ah!
Autsch. Autsch. Ernst, was machst du denn? Das sind jetzt so die ganz schnellen und ganz agilen Klingen. Mag ich nicht so gern. Muss ich sagen. Au, lass mich mal kurz Waffe wechseln. Ich habe lieber wieder das lächerlich lange Riesenschwert. What? Ich glaube, ich habe wirklich vergessen, wie ich die Wrestling-Moves in dem Teil mache, leider. Ach, schade. Jetzt komm, du bist so gut wie erledigt. Jetzt stell dich nicht so an, bitte. Danke. Sehr schön. Oder etwa doch nicht? Einigen wir uns jetzt auf unentschieden. Ich glaube nicht. Stop! Why? You beat him. He had nothing left. I know that. But he was a true warrior, and you gunned him down like a thug. This is not some Pee Wee Karate tournament, Travis. You do not play bows and go home. You are an assassin, and killing is how you win. But what? He fought honorably, so you want to let him live? So he can come back stronger and cut you in half? You are developing a bad habit. First that dumb schoolgirl, now him? Just finish the job. Or we will do it for you. These fights are not a sport. Shit. Ryuchi. Tot.
21:21 Uhr. Na, das ist Mist. I must be having a nightmare. Or am I? Who's this little cutie? Is she real? Is she dangerous? How'd you do that? Read your thoughts? Well, you gave them to me. That doesn't make any sense. I was hoping you'd wander around some more. Explore. Me? Yes, you. You did not want to go back, so you reached out to my consciousness instead. Now we are one. Let's play. Away with ye! I said be gone! You should stay here forever. No way. We'll live together. I'll never leave. I'm going back. If you want to go to the other side, then I have no choice. I've got to kill you. Why don't you come with me? You like it there? I know you're trying to trick me! Wird Henry und müssen in unserem Unterbewusstsein kämpfen oder so. Der hat bestimmt einen coolen Kampfstil. Der war ein cooler Boss im ersten Teil. Okay. Y und X Attacken. Mhm. A und B dashen. Hold XY und dann Release für Long Range Attack. Ist mir wohl ein bisschen zuvor gekommen. Ah, ich verstehe. Muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen anscheinend. Oh, der dasht zu viel. Das Dashen, daran muss ich mich erst gewöhnen. Ah, okay, wenn ich nicht lenke, dash ich automatisch auf meinen Gegner zu. Das ist gut. What is happening? Henry ist schon cool. Henry spielt sich nochmal ganz anders als Shinobu und Travis.
Mimi. War Mimi, gehört Mimi jetzt? Ist das... No way. Was? Oh, chill out. What the bloody hell? About time you woke up. Yeah. Are you the one who rescued me? I had a fight to win. You were just collateral damage. So get out when you can manage it. Until then, I've got some good shit on video. We'll see about that. Rang 5. So schnell kann's gehen. Wir waren doch... Wie sind wir denn jetzt auf 5 plötzlich? Wir waren doch gerade noch auf 7. Hat Mimi jetzt doch gezählt als Rang? Oder so? Travis, forgive your big brother who's too much of a shitebag to thank you face to face. You're the big brother? How do you know I didn't pop out first? Which one of us popped out first? And the point is, there's no honor in getting rescued by my younger, baby brother. So I took it upon myself to proper kill Scott Gardner, Greg Cantrell, and Massimo Bellini. You've got to be kidding me. Officially ranked Would you fucking people stop no stealing my me. Kills? This makes us even, as far as the rescue goes. You and I still have a score to box off, but that's another subject entirely. So don't get yourself killed. Till we have a chance to finish our fight. Damn it! Irish ass. He could at least have told me more about those assassins. And in case you were wondering, well, I took pictures of the three Skangers as souvenirs. How long is this You'll message? Just have to drool over them, because there's no way you can play through these fights. The game's stuffed full as it is. Pics came out nice, though. They probably make good wallpaper for your cell. Well, I'm out of things to say, so I'll hang up now. Long message, isn't it? Hello? Travis, it's me. I have arranged the next fight. Come to my office. Gotcha. Okay, der hat drei Leute für uns fertig gemacht, deswegen sind wir jetzt gleich auf 5. Aber irgendwie geht sich das nicht aus. Egal. Egal. Spielen wir mit der Katze. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir haben gar nicht genug Geld, glaube ich, dass ich ihr das Premium-Essen kaufen kann. Das ist doof. Ich glaube, man kann das. Ich glaube, das gehört so, dass sie das fangen muss. Ich probiere immer wieder, ob es vielleicht irgendwie klappt, dass sie das eben nicht fängt. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das muss sie fangen. Das ist auch okay. Jean is looking good. Oh, yeah. Jean, thanks. Ah, wir wurden jetzt zu einem neuen Move inspiriert, weil sie so coole Moves drauf hat. You learn the Step-In-Slice-Attack. X und A. Cool. Wir haben Jean durchgespielt, oder? Bitteschön. Das hast du dir verdient. Und wenn wir jetzt weitermachen, was ist dann? That was close. Nice. Jean. Oh. Jean. Wow, das war ein Sprung. 160. Die springen jetzt viel höher als vorher, das ist witzig. Vorher war 500 schon ein krasser Rekord. Und jetzt haben wir fast 800. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber zu viel darf sie auch nicht abnehmen, oder? Das geht jetzt, glaube ich, auch viel leichter.
Einmal noch. Ja. Ja, gut. All done. Phew, that was close. Okay, cool. Speichern wir mal. Dann haben wir Jean schon mal durchgespielt jetzt. Nicht schlecht. Okay, kein neues Minispiel. Wahrscheinlich gibt es keine neuen Jobs mehr, kann ich mir vorstellen. Also machen wir einfach unseren nächsten Auftrag, würde ich sagen, weil wir sind eh ziemlich pleite. Nach dem nächsten Kampf können wir vielleicht wieder ein bisschen shoppen. Take a seat. There is something I want to talk to you about. Another rule change? No, it's about Henry. I want to clear the air. Why? We are divorced now, you know. What's that got to do with me? I don't want to hear any of that shit. The last time when you and Henry fought each other? Yeah, I remember. You stopped us instead of letting us settle things for good, like men. But you don't know why I stopped you. I did not want you to have to kill your brother or die yourself. What the hell does that mean? You told me a killer wins by killing. Now you say you want us both to live. Make up your damn mind. They're our fights, and we know how to end them a lot better than some bitch in the box stand. Telling me not to kill. How many personalities do you have? So what? You want revenge, right? Your opponents could not care less about that. Once I'm number one, these bullshit ranking fights are over. Got it? Assassins aren't tools. As fucked up as we might be, we're humans too. Okay, los geht's. Supermarkt. Super duper Supermarkt. Ich glaube, ich nehme jetzt das. Das ist so ein guter Kompromiss, das Schwert. Das finde ich super. Das ist Jeans Katzenmove, den wir gelernt haben. Das ist ja cool. Cool. Ooh, yeah. Da kommt schon Gegner. Kommt der. Nein, das ist gar nicht so leicht, ihn zu steuern, wenn er so schnell ist. Ah, so viel dazu.
effects of... Bring it on! Oh. Out of my way! Weak! Out of my way! Piece of cake! Getting your jollies! What? Warum ist das ein One-Hit-Kill-Move auf einmal YB? Das ist ja irre. Voll irre. Verbraucht viel Energie, aber ich glaube, das lohnt sich. Ich muss hier schon einfach die Leute verhauen, oder? Das ist kein Endloskampf hier. Ich meine, ich mache einfach noch ein bisschen weiter. Weil warum nicht? Oder? Kill everybody. Doch, doch, okay. Mach ich. Mein Gott, der Move ist mächtig. Ah, der hat's überlebt. Aber nur einen davon. Okay, wartet mal. Was ist denn, wenn ich den Move mit dem Schwert mache? Hat das dann unendlich viel Reichweite und ist irre? Und der Katzenmove? Na ja, gut. Damn it! Ist das mächtig? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Na, ich kann den nicht anvisieren aus irgendeinem Grund. Na, dann gehe ich halt zu dem. Warum ist das hier plötzlich so ein endloser Kampf gegen irgendwelche Goons auf dem Parkplatz? Guckt euch das an, wie irre der ist. Aber es ist schon ein komischer Level hier, ne? Irgendwie. Einfach ein endlos ewiger Endkampf. Der Beendigung. Oh yeah! Jetzt kann's losgehen.
So, wo seid ihr? Hi, das ist ein Railgun. Laser Katana. Ey, Beam Katana, nicht Laser Katana. Was rede ich denn? Beam Katana. Mein Gott, der Kampf hört aber echt nicht mehr auf. Also schön langsam dürfen wir fertig werden. Oh, da kommen Laserschwertgegner. Das sind wahrscheinlich die Bosse hier, oder? Und jetzt? Ja, das waren sie. Okay, gut. Sehr gut. Na dann. Weiter geht's. The goddess of death. With a sickle in hand, she would chant her requiem. If you heard it, odds were you'd just drawn your last breath. The mere sound of her voice would put ice in your veins. I know. I heard it myself once, from 100 yards away. The moment it touched my ear, I passed out for an entire week. If I'd heard it up close, I can scarcely imagine. Forget it. Let's talk about happier things. Ich nehme jetzt nochmal die. Die hatten wir nur so kurz mal in einem Bosskampf. Schauen wir uns die beiden mal nochmal an. Cervantes aus Soul Calibur kämpft so. Ich habe auch keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber voll cool. Haut ganz schön rein. Hat schon was, ne? Hat schon was, die ihren Super-Kombos. Vielleicht nicht meine Lieblings-Boss-Waffe, aber gegen die ganzen Goons hier echt super. Ouch. Man kann da echt fast endlose Kombos machen. Ich habe nicht verstanden, was das gerade von mir wollte, der Pfeil. Leider. Wow. Wie crazy ist denn das alles mit der Waffe? Das gefällt mir.
away. Okay. Toilettenzeit. Und ihr wisst, was das heißt. Toilettenzeit ist die Ruhe vor dem Sturm. Das war jetzt ein ziemlich langes Level, ne? Bisher waren alle Level immer super kurz. Aber ich habe ich nicht am Anfang des Spiels noch gesagt, ich finde es schön, dass die Level so kurz sind und sich das Spiel auf die Bosse konzentriert. Aber hinten raus wird das bestimmt noch anders. Und zack, ist es anders. Aber wenn jetzt Bosszeit ist, wechsle ich vielleicht wieder zu unserem irrsinnig langen Superschwert hier. Guck mal, das ist wirklich kürzer, oder? Irgendwie wird das doch erst mit der Zeit länger oder so. Vielleicht je aktiver der Tiger ist oder sowas in der Art. Aber bis jetzt ist es einfach nur ein langsames, kurzes Schwert. Ich hab's mir doch nicht eingebildet, dass das kürzer war. Mann. Naja, egal. So, wer kommt jetzt? Know this song? Nope. How tragic. Then let me teach you. Here I come. Warum kann die fliegen? How beautiful the moon is. Warum ist den Geist und so? Verdammt, was mache ich denn jetzt? Die macht mein Schwert ganz schön leer mit ihren Schüssen. Ich glaube, wir brauchen bei der vielleicht doch ein schnelleres Schwert. Komm schon! Ich befürchte, mein Akku ist leer, oder? Mist. Cheaterin. Katzensprung! Mann, ey! Au! Gut. Oh, noch schlechter. Here I come.
Das sieht schon auch cool aus, wie sie in ihre Geisterform wechselt. Aber jetzt haben wir da oben wieder die Scharfschützen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bleib doch hier und kämpf richtig. Mensch. Au. Sehr gut. Vielleicht haben wir sie jetzt. Noch nicht ganz. Ja, aber jetzt. Na, also. Cooler Boss. Sense und Scharfschützengewehr ist eine coole Kombination. Muss man schon sagen. Riveting Melody, isn't it? Catchy as hell. Did you memorize the song? 100%. That is so sublime. Marjorie. Oder Marguerite? Oder Margaret? Marchret. One more down. Three to go. Wo müsste man eigentlich spenden, um unter die coole Serviervorschlagzeile zu kommen? Einfach hier im Stream. Wenn du hier im Stream unten einfach über PayPal quasi eine Spende machst, dann kommt man unten in die Stream-Spenden Hall of Fame. Leider kann ich das nicht alles so verknüpfen, dass da auch Patreons und so weiter angezeigt werden, aber das sind quasi so die aktuellsten, die letzten Spenden, die hier direkt über den Stream live über den Spendenlink unten über PayPal eingegangen sind. Tippi-Stream, glaube ich, funktioniert oder ich bin mir nicht sicher, ob Tippi-Stream nicht auch gehen würde für die Spendenleiste. Kann ich gar nicht genau sagen jetzt leider. Aber der PayPal-Link auf jeden Fall. Der Spenden-Link quasi. Hallo, it's me. I've set up the next ranked battle. Check the map. The top three are pretty tough. Just try not to die, okay? Yeah. So, Jean hat Idealgewicht. Wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Ich glaube, wir gehen jetzt Kleidung shoppen. Schauen wir mal, was es Neues an Jacken und Brillen gibt und so. Über PayPal habe ich zur Probe mal 5 Euro gespendet. Das hat damals nicht geklappt, deswegen frage ich so doof. Also, warte mal ganz kurz, ich schaue schnell auf meine eigene Twitch-Seite, aber eigentlich müsste, glaube ich, schon. Wenn du unter dem Twitch-Stream-Fenster den Spenden-Link benutzt, dann müsste es auf jeden Fall funktionieren. Genau, dann kommt man auf die Streamlabs-Seite. Und da geht es dann über Streamlabs.
da funktioniert es dann ganz sicher. Also außer es spinnt irgendwas, aber das will ich nicht hoffen. am Dienstag hat es noch funktioniert auf jeden Fall. Ja. I'm all in, man. So, ich bin gespannt. Was es vor allem an neuen Jacken gibt. Seltsame Jacken irgendwie. So ein Sakko, der Dude und... Weiß ich gar nicht, ist das eine Trainingsjacke? Irgendwie schon, oder? Aber mit dem Muster der Lederjacke aus dem ersten Teil. Sind voll teuer, die Dinger. Mein Gott, ich bin voll arm. Der Bosskampf hat uns gerade überhaupt keine Kohle eingebracht. Dabei haben wir so viele Leute kaputt gehauen. Ich glaube, wir können uns gar nichts leisten. Nichts Neues. Vielleicht eine neue Brille. Mir selbst da sieht es schlecht aus. Aber die hätte ich schon gern. Das Dude-Outfit wird mich jetzt schon interessieren, wie das komplett aussieht. Ich glaube, ziemlich weird. Naja. Neue T-Shirts gäbe es auch ein paar. Wären schon coole dabei. Oh, so ein T-Shirt könnten wir sogar leisten. I'll take it. Neues T-Shirt wenigstens, wenn wir uns sonst schon nichts leisten können. Leider viel zu pleite. Danke, sorry, dass du mir Twitch erklären musst. Ja, kein Problem. Ich habe Jahre gebraucht, um Twitch einigermaßen zu verstehen. Und ich glaube, ich verstehe es immer noch nicht. Viele Sachen. Ich kann irgendwie nur springen. Ich kann nicht mal lenken oder so. Kann das sein? Ist das normal? Ah, jetzt kann ich lenken. Und wie gebe ich Gas? Ah, so, okay. Tutorial wäre nett gewesen, aber ich glaube, ich krieg's hin jetzt. Ist nämlich, glaube ich, wirklich eine andere Steuerung als bei dem Bosskampf vorher, was es sehr verwirrend macht. Nitro. Ich habe mir schon gedacht, dass das ganz schön lahmarschig ist. Schon besser. Soll ich die Luftballone kaputt machen? Ist das gut oder schlecht? Oder einfach egal, ich weiß es nicht. Ich hau die mal kaputt. Okay. Interessant. Santa Destroy is a magnet for the bizarre. There are things I still don't understand. It is a melting pot. Not only of cultures and people, but even space and time. Did the hero survive? If you know, could you tell me? A melting pot of time and space. Da bin ich mal gespannt, auf was das jetzt anspielt. Puh. Ach, wenn ich Sachen kaputt mache, kriege ich Nitro dazu. Sachen kaputt machen ist gut. Nicht ausweichen. Reinfahren.
Yeah! Oh, schade, da wäre ich jetzt gern durchgebrettert. Naja. Ah, hätte ich das mal früher gecheckt. Tja, sind wir zum Mickey Mouse Maisfeld. Okay, jetzt kommen die Aliens. Ich dachte, die Aliens kommen erst im dritten Teil. Gotta fight a whole fucking space program now? Attack unsuccessful. Reacquire target and eliminate enemy. Interessant. Every next level of battle mode. Ach, komm schon. Wirft jetzt Steine nach mir anscheinend. Ich war auch schon im All vorher und habe Müll gesammelt. Wir sind quasi Kollegen. Ach komm. Was war denn das? Ich hab den ganz klar von hinten gehauen. Sehr gut. Ouch. Ah, come on. Also wirklich. Irgendwie ein cooler, ein witziger Bosskampf. Hat der jetzt sein Schutzschild verloren, zufällig? Das wäre gut. Bin mir nicht sicher. Oh.
Ich glaube, der hat mich one-hit-killed. Nein, ich wollte doch nur mein Schwert aufladen. Ich hab noch gerollt. Ich wollte noch wegrollen. Und jetzt müssen wir von vorne anfangen. Das ist schon ziemlich mies. Wartet mal schnell. Vielleicht ist das gar nicht so gut gegen den. Ich muss mal gucken. Muss ich mal noch austesten. Ich hätte halt die Hoffnung, dass ich mit dem Schwert wenigstens ordentlich Schaden mache, wenn ich ihn treffe. Na, was ist denn jetzt mit dir? Okay, ich muss wirklich aufpassen, wenn er seinen Superlaser macht, dass ich da nicht reinlaufe. Du nerviger, kleiner, dicker Astronaut. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Aber dass der einen One-Hit-Kill-Move hat, ist schon gemein, oder? Sowas hasse ich immer. Und dann so kurz vorm Ende noch dazu. Gemein. Okay, jetzt sind wir wieder soweit. Achtung. Nein, wie soll ich ihm ausweichen? Okay, oder? Ich weiß es nicht. Es hat, glaube ich, funktioniert. Oh Mann, ey. Das ist schon ganz schön Nervenkitzel jetzt hier. Ein kleiner Fehler und ich bin tot. Mist. Okay. Shit. Das hat mein Schwert instant leer gemacht. Das gibt's doch nicht. Der ist so gut wie tot, Mensch. Cheater. Okay, Achtung. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Das machen meine Nerven nicht mehr lange mit. Den Boss. Zum Glück müssen sie das auch nicht mehr. Oh Gott, ey. Verdammt nochmal. Oh, Felix, danke. Danke fürs Spenden. Ich hab's jetzt erst gesehen. Vor lauter Bosskampf. Ich glaube, jetzt klappt es.
hatte immer, wenn ich den Stream geschaut habe, ein Werbepop-up genau da, wo Fettspenden stand. Okay. Dankeschön. Dankeschön für die Spende. Und jetzt bist du auch in der Spendenleiste. After all this time, fresh oxygen, blue sky, beautiful as I remember. Glory to the Soviet Union. Captain Vladimir, der ewige Kosmonaut. You are now ranked third. Da waren es nur noch zwei. Just leave him alone. Let him rest in peace. We must dispose of the remains. It's policy. Screw your policy. He's back with the Earth after who knows how long. You're not gonna suck him up with your damn vacuum. Das war echt ein ziemlich heftiger Bosskampf. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor den anderen beiden. Aber solange die keinen One-Hit-Kill-Move haben, ist alles okay. Nur diese One-Hit-Kill-Moves immer. Wie Batgirl im ersten Teil. Beinahe wäre ich noch ein zweites Mal reingefallen, ey. Boah, das hätte mich so geärgert. Zadala. Wie spät ist es denn jetzt? Ich glaube, wir spielen es heute noch durch, wenn das so weitergeht. Hallo Travis, I have arranged the next match. Only two left. Win this and Fat Junior is yours. The duel will take place at a secret location. Secret? I don't have time for guessing games. It's the final Akashic point. Look for the hero space. Sorry, that's all the information I have. Figure it out and get there. Damn you. Na dann los. You've heard about two of the supernatural gateways in Santa Destroy. The third led to the most fitting mystery of all for a city fixated on the ranks. Sealed from the cacophony of modern life, there lived the last ascetic. Abstaining from all worldly indulgences, the ascetic spent every waking hour in training. Battle had become an obsession for this warrior, the end-all. The raison d'être. You know, I've never abstained from anything. Still, I can relate. When you're so focused on any goal, it can make you blind to what you truly desire. Okay, ein dritter übernatürlicher Gateway-Portalpunkt. Bin ich mal gespannt. Schade, dass es keine neuen Minijobs gibt. Das hätte mir gefallen, wenn das mit den Minijobs so nach jedem Kampf ein, zwei neue wäre cool gewesen. Aber gut, okay, meinetwegen. Gehen wir gleich zum nächsten Ranked Battle. Jetzt sind wir in Silent Hill gelandet. Gleich kommt der Nebel und der Rost. Bin gespannt, wo das hinführt. Das sind wir.
Gut, das hätten wir geschafft. Die Waffen gehen so krass ab. Okay, jetzt erst. Die sind leider noch gar nicht richtig gespawnt, sonst könnte ich die schon super killen hier. Lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Ich glaube, das war so ein alle Gegner auf dem Bildschirm Kill Move, oder? Leider war nur noch einer da. Aber gut. Das ist schon cool. Dank diesem Katzen-Move, den ich bekommen habe, weil meine Katze abgenommen hat, kann ich jetzt mit den Schwertern im Grunde fast endlose Kombos machen. Und das gefällt mir. Nur manchmal will er seinen Finisher nicht machen, leider. Schade. Laufe ich noch in die richtige? Ja, mache ich. Oh, überfahren. Wo seid ihr denn alle? Da. So, komm her. Ich glaube, ich könnte einfach weiterlaufen, aber... Nee, du. So leicht kommen die uns nicht davon. Okay. Oh, da ist noch einer. Die Finisher sind schon hart, oder? Zum Glück hat das so einen abstrakten Comic-Stil, das Spiel. What the hell? Piece of cake!
Hey, jetzt mal ganz ruhig hier. So, wie viele Leute? Was sind denn das eigentlich für Clowns-Autos hier? Warum kommen da ungefähr 500 Leute aus jedem Auto raus? Aber gut, okay. So, ich glaube, wir sind fertig. Little Lutz, ich kann es nicht mehr lesen. Aber falls du den Stream zufällig siehst, danke fürs Patreon unterstützen. Weil wenn das zufällig passiert, während der Stream läuft, sieht man das auch. Voll cool. Oh yeah, it's Tiger Time! Tigerzeit ist die beste Zeit. Ein bisschen hektisch, aber es ist schön, wie plötzlich alle Angst haben und weglaufen. Tja, das war schnell und schmerzlos. Also weiß ich nicht, wie schmerzlos es war, aber schnell. Wenn man den Tiger mitrechnet, gibt es im Grunde quasi vier Waffen und drei Charaktere. Also schon ziemlich viel verschiedene Kampfstile auf jeden Fall. Schade, dass man Henry nur so kurz spielt. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt. Die machen doch nicht den ganzen Henry mit eigenem Moveset und so weiter für einen kleinen Bosskampf, oder? Naja, wer weiß. Warten wir mal ab. Come on, wirklich. Ach, der lebt ja immer noch. So, jetzt aber, weiter geht's. Zum Glück ist der Sound nicht ganz so over the top. Das kriegt mich beim Splatter-Kram oft mehr als die Bilder. Ah, diese matschigen Splatter-Geräusche. Ne, das hat das Spiel eigentlich gar nicht. Ich meine, das ist ja auch wirklich mit den Blutfontänen und so weiter, das ist ja wirklich total übertrieben stilisiert alles hier. Au. Au. Hier geht's aber nochmal richtig ab mit echt harten Gegnern. Ich muss mal aufladen. Und dann nächste Runde. Au. Au. Out of my way! Oh,
Oh, yeah! Schade. Schade. Dauert immer viel zu kurz als Tiger. Dafür ist es diesmal jetzt echt oft passiert. Cooles, minimalistisches Medley vom ersten. Mein Gott, der leuchtet schon so. So, kommt endlich raus, ich bin im Turbo-Modus, den müssen wir nutzen. Schon. Okay, gut. Hier ist aber nochmal echt ordentlich Party. Mensch. Ich glaube, ich laufe falsch. Kann das sein? Schauen wir mal. Oder laufe ich jetzt falsch? Das, liebe Kinder, erfahrt ihr nach der Kurve. Ich glaube, wir waren richtig. Gut. Naja. Ich hoffe, ich bin wirklich richtig, aber bestimmt. Oh, schon wieder? Mensch, Glück. Tja, war es leider schon wieder. Aber das ist schon cool. Da kann man die Passagen echt ganz schön gut abkürzen als Tiger. Ende. Mit diesem BY-Finisher kann man halt einfach Gegner echt ziemlich schnell finishen. Wer hätte das gedacht? Oh Gott, wo geht's denn jetzt lang, bitte? Da lang? Jetzt habe ich aber wirklich jede Orientierung verloren. Nee, oder? Hier haben wir, glaube ich, das Tor eingetreten und sind dann hier ums Eck gelaufen. Ich glaube schon. Hoffentlich. Schauen wir mal, ob auf der anderen Seite auch so ein Tor ist. Sieht gut aus, oder? Ja, perfekt. Hey, what you got there? Felix, danke für die Bits. Da wird das Glas mit Schneemännern aufgefüllt. Perfekt. Hey.
schön. Vielen Dank. Oh ja, Turbo-Modus. Mensch, das dauert immer so lange, bis die echte Gegner werden, nachdem die aussteigen. So, noch wer? Ja. Autsch. Felix, nochmals danke. Und nochmals danke. The Triple Danke. Der Bit-Hattrick. Bit-Trick. Warte mal kurz. Wenn wir schon im Bit-Trick sind. The Bits. Ja, dankeschön. Für die Bits. Freut mich sehr. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss mein Schwert aufladen. Dann geht's weiter auf dem Spielplatz. Travis Touchdown, correct? Correct. Yeah, that's me. The no more hero. How unfortunate. Right when I'm about to reach the top, you have to find me. I was hoping we'd fight after I became number one. Sorry to crush your dreams. I hate to do it, but I've got business with that son of a bitch. And I can't let you get to him first. Please, don't think of me as a nuisance. But I will make sure your victory isn't easy. My pride is the second rank requires that much. Honorable. I like that in a woman. I've seen a lot in my journey up the ranks. An endless cycle of violence, now broadcast as a spectator sport. Why, Travis? Why do so many assassins join if we are all going to end up killing each other in the end? Does it really matter why? To me, it does. It matters more than anything. We've all become trapped, don't you see? Addicted to the violence, to a life in the shadows. Once we join the ranks, we can never get out. Don't be stupid. If you get tired of the battles, just Mike fucking Jim, quit. Danke fürs Abonnieren. But that's why we all want to fight you, to learn your secret. Don't you get it? Get what? You are the crownless king, the one who got out. You reached the top. Then walked away. Well, I'm back now, aren't I? With you, it is different. You are the no more hero. Show me your passion. Cool. Release me from this cycle. Free us all in a crimson sea. You asked for it. Bring it on! Don't disappoint me. Yeah.
Moment, Moment, Moment. Wo bin ich? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Auszeit. Nee, falsche Waffe. Verdammt. Genau. Boss-Killer-Waffe. Geht wieder. Gegen den Boss vielleicht nicht gut. Schauen wir mal. Ist noch so kurz bis jetzt, die Waffe. Auf jeden Fall ziemlich cool, diese Laserschwertspinne. Doc Octopus mit Laserschwertern. Komm schon, sei nicht so schnell. Sei doch ein bisschen langsamer, oder? Wäre doch gut. Oh, das ist neu. Ich versteck mich mal hier. Hey, komm schon. Durch Gebäude durchschießen zählt nicht. Das ist unfair. Hey, ich hab gesagt, das ist unfair. Wie soll man denn dagegen noch richtig kämpfen jetzt? Das ist echt ein bisschen mies. Ich hoffe, ich mache hier Schaden mit meinen Schlägen immer wieder mal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Lebensenergie. Ich hoffe, es steht noch irgendwo eine Kiste. Jawohl. Na dann. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich überhaupt ordentlich Schaden oder überhaupt Schaden mache. Ah, sie ist wieder in einem anderen Modus anscheinend. Ah, doch nicht. Ja, was denn jetzt? Okay, ich wechsle mal das Schwert. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu langsam einfach. Nehmen wir mal den guten alten Kompromiss zwischen Schnell und Power. Ich glaube, ich habe ihr Schaden gemacht, oder? Sie hat nur noch zwei. Ja, genau. Aber das ist ein bisschen komisch. Ja, ich mag die No More Heroes-Reihe, mag ich wirklich total gern. Der erste Teil hat mich damals schon total überzeugt und den zweiten konnte ich leider nie durchspielen. Das ist das erste Mal, obwohl ich ihn eigentlich echt gern mochte. Aber ich verstehe gerade den Boss nicht. Und der dritte kommt ja jetzt bald quasi. Deswegen habe ich ja überhaupt erst angefangen, den ersten und den zweiten jetzt hier zu spielen. Weil sobald der dritte auf dem draußen ist, streamen wir den dann quasi weiter. Die ganze Trilogie dann. Ich glaube, eigentlich sollte man den Boss anders machen, oder? Ich habe auch echt nicht mehr so viel Lebensenergie. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ist das normal? Hängt der irgendwie in einem Loop? Sollte das so sein? Stimmt da was nicht? Komisch. Ich glaube fast irgendwie sollte sie nicht da hinten in der Ecke stehen und das dauernd machen. Ich glaube, da ist irgendwas mit ihrer KI jetzt kaputt oder so. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Aber das kommt mir sehr komisch vor. Oh,
kann ja auch leider kaum noch Schaden machen, also irgendwas ist komisch. Ich glaube, das ist gerade ein Bug, aber vielleicht kriegen wir es ja zum Glück hoffentlich trotzdem hin. Ist echt gemein, wir haben keine Heilung mehr hier auf dem Dach. Sind ziemlich tot. Und sie spammt da hinten ihren blöden Angriff. Na also, hat trotzdem geklappt. Aber das sollte ziemlich sicher nicht so sein. Ich glaube, da ist die KI kaputt gegangen, weil sie da hinten so ins Eck gedrängt irgendwie eingeklemmt war. Travis, you are incredible. Everything I hope. Aber macht dir nix. Tell me your name. Promise me you won't forget. There once was an assassin named Alice. I won't forget. Alice. Alice dead. Noch einer. Wir sind jetzt auf Platz 2. Jetzt kommt schon die Nummer 1. Sylvia! You are now officially ranked second. See that? Now that was a battle. Look at this blood. We humans are alive, even if we are assassins. Doesn't matter if it's a video game, movie, drama, anime, manga, we're alive. People shed blood and die. This isn't a game. You can't just selfishly use death as your tool. This is Alice's blood. I bet you've already forgotten she existed. Same way you would have forgotten me. And that's why I'm tearing down the UAA! Are you done bitching? You could never shut down the association. Fighting to be the best is human nature. It's evolution. Who are we to try and stand in its way? Fuck that. I want to be a hero by my own standards. You need to wake up, Travis. Take your own goddamn advice. Alice Twilight, die Spider-Laserschwert-Lady. Die war cool. Aber die sind sowieso alle cool, die Bosse in den No More Heroes spielen. Da bin ich schon sehr gespannt auf den dritten Teil. Weil dann verlassen wir den Auftragskiller-Sektor, sondern dann geht's um Superhelden und Aliens und crazy shit. Bin ich wirklich gespannt, wie die das noch toppen wollen, die ersten beiden Teile. So, fürs Finale, obwohl wahrscheinlich noch ein Finale hinterm Finale kommt, aber ziehen wir uns nochmal um. Yeah. You know where to go? It's close by. Hold on. Someone's at the door. It's my first time here. Isn't it? A VIP just showed up. Talk to you soon. Sure. Sylvia, I can't figure you out. You don't like me? I didn't say that. But there's a lot of things about you I don't get. You lie, you're greedy. You're a fucking contradiction in heels. You hate me. Well, your personality kind of sucks. So you do hate me. I'm crazy about you.
What do you mean? Fuck if I know. Weirdest love story ever. More Eros. Okay. Downward fucking dog! Okay. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt nämlich für den Schluss nochmal das Standard-Outfit an. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das Standard-T-Shirt war. Ich glaube eigentlich das da. Aber wisst ihr was, das T-Shirt können wir durchändern. Nehmen wir irgendein cooles. Müssen wir mal gucken, wie das dann mit der anderen Jacke aussieht. Aber zum Schluss nochmal ganz basic, würde ich sagen. Die Schuhe werden mir eigentlich ziemlich wurscht. Behalten wir das Panda-T-Shirt. So ein Punk-Panda geht immer, finde ich. Perfekt. Joghurt speichern. Und dann reiten wir los. Bip-bidim. Auf zum Mörder unseres besten Freundes und Videothekbesitzer. I don't remember anything else. But you see, I've forgotten everything. This place is closing today. The owner is shutting us down and moving back to his hometown. It'd be nice to go home too. Since it's the last day, are you expecting something special? What are you expecting? Why do you listen? Well, it doesn't matter. I never really expected to know. You came here almost every day. Paid to hear me ramble on. And that gave me as much happiness as I can hope for. After falling this far, there's nothing left to lose. Every day as joyless as the one before it. With eyes closed, I continued to endure my existence. But I feel that I've been able to open them just a little. Today, since it's our last chance, I want to hear your voice. Let me hear what you sound like, who you are. Just once. Ich? Redet ihr mit mir? Finale. Wir haben leider kein Spiegelbild, wie immer. Vampir. Travis. Fuck it! Piece of cake!
Oh Gott, Hilfe! Irgendwer schießt da die ganze Zeit. Ah, oh, shit! Jetzt ist mein Schwert leer. So, schnell! Bevor die nächste Welle Gegner kommt. Okay. Weiter geht's. Batman ist unser nächstes Ziel. Heißt wirklich irgendwie so ähnlich, oder? Bat Pizzeria oder irgendwie so. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal ein ganz schöner Ausdauerlauf. Das letzte Level kann ich mir vorstellen. Schauen wir mal, wie lang es dauert. Theoretisch geht's bis 12, also haben wir noch über eine Stunde Zeit. Mal abwarten, ob das reicht. Kommt wieder ein bisschen spät, ne? Wenn das ein bisschen früher gekommen wäre, hätten wir uns viel Gegner gespart. Ah, das Spawn gerade neue, perfekt. Na dann. Ist doch noch ganz günstig gespawnt. Das war unnötig, man hätte auch drüber springen können. Aber wir gehen natürlich die Rolltreppe hoch, die nach unten fährt, weil wir sind echte Rebellen. Verdammt. Ich glaube, ich nehme mal nur so das Schwert wieder. Das haben wir nämlich am Anfang mal kurz benutzt und dann nie wieder. Und ich denke mir gerade, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal, wie das mit den neuen Moves, die wir gelernt haben, abgeht. Vielleicht ist es ja ganz cool. Ja gut, so ist es natürlich schon cool, wahrscheinlich. Na komm, nächste Welle, schnell! Boah, ein bisschen schneller, Kettensägenkerl. Das wäre gerade perfekt. Mensch, der lässt sich leider Zeit. Ich bin gerade nicht begeistert von dem Schwert, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme lieber mal wieder das da. Ich muss schon sagen, die beiden Kleinen sind schon die effektivsten, oder?
Nee, Freitag geht's immer ein bisschen länger als Dienstag. Dienstag ist um 11 immer schon Schluss, aber Freitag geht's immer ein bisschen länger. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verdrückt. Nein! Ich habe wieder rausgefunden, wie man den Turbo-Modus aktiviert. Haha. Die Taste habe ich schon öfter gesucht. Immerhin weiß ich das jetzt wieder. Aber leider nicht zum günstigsten Moment. Ich meine, die Reichweite von dem Ding ist für so Gruppenkämpfe halt schon gut, ne? Weil da kann man halt so Gruppen von Gegnern ganz gut zerhauen. Apropos Gruppen von Gegnern, wo geht's denn weiter? Hier. Gegner? Irgendwo? Kill everyone. Okay. Ah, da hinten ist einer. Ich habe da anscheinend einen übersehen. Der ist da benommen und wackelt durch die Gegend. So, jetzt. Ich habe es mir schon gedacht. Genau passend für einen Kettensägenkerl. Feuerbälle schießen ist schon noch cool, aber leider treffen die oft nicht. Getan. Autsch, das hat auch weh getan. Das war gerade mal günstig. Das war das erste Mal, dass dieser alle Gegner auf einen Schlag töt Move Sinn gemacht hat. Das erste Mal, dass genug Gegner da waren. So, ich bin gespannt, wie lange es noch dauert. Legt er gerade das Laserschwert auf seine Schulter? Das ist keine gute Idee. Vielleicht ist seine Jacke wahrscheinlich laserfest, oder? Also beamfest, quasi. Oh yeah! Jetzt sollen sie bitte kommen und so schnell und viele.
Ah, schade. Ich hätte gehofft, für die zwei Exe hier reicht es noch. Die sehen ein bisschen aus wie Agent 40-something. Wie heißt der von Hitman? Nur er in dick. Mit den Feuerbällen hättest du die Octopus-Dame das schießen können, das stimmt. Aber die kann ich halt nicht selber aktivieren, das passiert zufällig. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, kommt so eine Lotterie auf den Bildschirm. Und wenn da zufällig drei gleiche kommen, dann kriege ich so einen Special-Move. Aber das kann ich mir nicht aussuchen, wann das kommt. Aber ich hätte wirklich mit Minus den Turbo-Modus aktivieren können. Das hätte geholfen auf jeden Fall. Aber jetzt, für den letzten Kampf, weiß ich es ja wieder. Ich gehe nur noch mal kurz zurück, weil da standen noch ein paar Schatzkisten, die ich als Tiger nicht geöffnet habe. Und wenn wir schon hier sind, nehmen wir die mit. Vielleicht ist irgendwas Cooles drin. Zum Beispiel Geld. Oder auch Heilung. Warum nicht? Agent 47. Dankeschön. Einen Screenshot gemacht. Schon wieder? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Ah ja, okay. Hat sich erledigt. Gegner, wo seid ihr? Kommt schnell. Ich bin gerade im Turbo-Modus. Okay, das war's. Ich sehe den Savepunkt schon auf der Karte, das heißt, bald kommt der Boss. Sehr schön, das dürfte das Ganze noch mal ein bisschen beschleunigen. Bring it on!
frage mich, ob es so ein Limit im Spiel gibt, dass nur so und so viele Kills überhaupt irgendwie so ein Special-Effekt auftreten kann. Oder ob es wirklich reiner Zufall ist. Oh, Kettensägen-Heinis. Oh yeah. Tigerzeit. Das ist schon das Coolste. Ah, kommt alle her. Das wäre ein ziemlich krasser Kampf gewesen von den Gegnern her. Das haben wir ziemlich gut gemacht. Nee, Agent 17 brauchen wir. Einer der wenigen anderen Klone, der das Massaker in dem Labor überlebt hat und dann angeheuert wurde, um 47 zu töten. Hm, auch nicht schlecht. Ich kenne die Backstory überhaupt nicht von... Ich wusste gar nicht, dass das so viel Backstory hat. Ich habe zwar die alten Teile gespielt, aber ich... könnte mich überhaupt nicht an Story erinnern, ehrlich gesagt. Aber jetzt gehen wir erstmal aufs Klo. Bin ich auch gespannt, ja. Ich meine, die Nummer 1 dürfte schon ziemlich crazy sein. Ich weiß es nicht, aber ich traue mich wetten, dass danach sowieso nochmal mindestens ein geheimer zusätzlicher Boss kommt oder so. Schauen wir mal. Los geht's. Is he emo or grunge? What's his fighting style? How's his broke-ass face gonna look when he dies? So much hostility! Why? Why'd you kill him? Ironic question coming from an assassin. Did you honestly think you could take so many lives and never suffer retribution? Have you never even seen a kung fu movie, spy flick, or western? Shakespeare, for God's sake! If you wanted revenge, you should have come for me! Not only did you murder my father, but my two brothers as well. That is why I took your best friend's life. Makes sense, Travis. It's called poetic justice. Go to hell. Don't ever compare Bishop with your shithead family. So naive, Travis. If you have someone to protect, you will lose them eventually. See for yourself. Now you're feeling it. That's your life losing all meaning. You've got nothing left except this fight. Now I know you'll put all you have into this. You're gonna fucking pay. Yes, a fight to the death. Get angry. So angry you start convulsing. Now, draw your katana. I'll relish every moment, every second of this kill. May you savor your death as well. Enough! Let the final battle begin! Ganz schön hart. This is the beginning of the end! Ich komme leider nicht wirklich an ihn ran. Was machen wir denn da? Schickt seine Fledermäuse, okay. What happened? Ah, jetzt habe ich ihn einmal erwischt. Wartet mal, vielleicht wechsle ich einfach mal schnell das Schwert. Mit dem Lang erwischen wir ihn vielleicht.
Ich weiß wieder nicht genau, wie ich gegen den kämpfen soll, leider. Jetzt bräuchte ich die Sprungfähigkeit von Shinobi, Mensch. Ich erwisch ihn schon manchmal, wenn er losfährt, aber das kann doch irgendwie nicht Sinn der Sache sein, oder? Eigentlich. Ich glaube, in Wirklichkeit sollte ich in der Mitte des Raumes überleben, wahrscheinlich. Und dann, wenn er kommt, muss ich ihn hauen. Ja, genau. So ist das wahrscheinlich eher gedacht. Okay. Das macht eher Sinn jetzt. Ich hoffe, das muss so sein. Aha, das war alles nur ein Trick. Don't be deceived so easily. They're just replicas. Serious? Jeez. Well, aren't I a gullible idiot? These are pretty sweet, actually. Think I can take one of these home? After you kill him, why not? I'll handle his ring piece goons. Thanks, bro. This is a fight to the dead. Waiting for this. Schade, leider daneben. Ach, jetzt komm schon. Stell dich nicht so an. Ich frage mich, wer sein Vater und wer seine Brüder eigentlich sind. Ich glaube, der erste Boss im ersten Teil hatte ähnliche Tattoos. Vielleicht hängt es mit dem irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht. No, no, not yet. The show has just begun. Gotta be shitting me. Okay. This is a fight to the death. Machen wir mal schnell. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich auf schnell umsteigen, damit ich besser ausweichen kann, aber das funktioniert nicht so ganz. Aber vorher hat er mich netterweise in Heilung reingehauen. Das war natürlich gut. Au. Au. Mann, ey. Was für miese Kombos.
komme echt nicht mehr aus seinen Kombos raus. Das ist echt so mies. Wenn der die genau ansetzt, wenn ich gerade aufstehe, kann ich nichts dagegen machen. Das ist eigentlich Henry hier. Hat er keinen Bock mehr. Ich meine, es ist mein Drangkampf. Recht hat er. Nein! One-Hit-Kill aus dem Fenster. Damn it. Also vom Fenster fernhalten. Damn it. Nervig. Ob ich doch die langsame, starke Klinge behalten soll, schauen wir mal. Läuft bis jetzt nicht so gut mit der, aber schauen wir mal. Vielleicht mache ich ihm wenigstens schnell genug viel Schaden. Weiß nicht recht. Hab gar nicht das Gefühl, dass ich ihm so viel Schaden mache, leider. Na wohl, haut schon rein. Okay, nie mit dem Rücken zu den Fenstern stehen, dann wird's schon hinhauen. Irgendwann. Früher oder später. Na komm. Ah, ist die schwerfällig. Nein, ey, er hört nicht mehr auf. Ich bleibe jetzt einfach liegen. Das funktioniert. Okay, gut. Mist. Geh ein bisschen vom Fenster weg. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Schon wieder. Okay. Okay, gut. Weg hier. Hallo, ich check nicht mal mehr, was los ist. Das ist gerade ein bisschen bekloppt. Ich kann leider nichts mehr tun. Der hat mich in einer endlosen Todeskombo. Yes! Meine Güte, war das jetzt eine Endlos-Kombo von dem. Kurz vorm Schluss. Dreh da nochmal durch. Hilfe! So, und jetzt kämpfen wir noch. No, not yet. Now that's Henry.
genius. Rich assassins pull the craziest shit. Well, we almost got him. The rest is on you. Wait a second. You're already here. You might as well keep fighting. It's not happening, brother. I can't be associated with that travesty. I mean, I've got standards, for fuck's sake. Suit yourself. Now, I'm gonna get my revenge once and for all. Come on, Prez. Unleash your hate, your anger, everything. Is it a Luftballon? I'll take it all and fucking kill you with it. Bin ziemlich tot irgendwie. Was zur Hölle? Sadala. Jetzt aber. Leider mein Schwert aufladen. Ist gerade ungünstig, aber geht schon. Ich habe das Gefühl, ich habe einen ganz guten Schießplatz gefunden irgendwie. Okay, seine Nase ist sein Schwachpunkt. Das erinnert mich an Mario 64, das Startbildschirm. What is happening? Da wobbelt die Nase. Jetzt besiegt der Mario Popeye Ballon. Jetzt ist er besiegt. Jasper Bat Jr. Wer war denn Jasper Bat? Ich muss das mal schnell, ich google das mal schnell. Ich kann mich nicht mehr an den erinnern. Jasper Bat. Kennt man nicht. Okay. Das ist. Kennt man nicht seine Familie. Okay. Gut. Okay. Ende. Kein geheimer Boss. Dafür hatte der letzte Boss 3 Phasen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir noch gegen unseren Bruder kämpfen müssen. Hat er nicht sogar irgendwas gesagt, von wegen so am Ende kämpfen wir nochmal? Hä, aber dass man wirklich mit seinem Bruder nur einen einzigen Kampf macht. Verrückt. Und mit ihr, mit der Shinobu, macht man auch nur 2 Level. Aber immerhin, mit der spielt man ein bisschen. Aber gut. Über Dark Souls, immer möglichst nah ran an den Boss. Bei den meisten, ja, ja, das stimmt. Immer möglichst so dahinter bleiben oder auf der Seite, wo er das Schild hält und auf die Beine hauen. Das haut meistens hin. Ja, ich meine, so wie sie ihn gefangen hat, in Wirklichkeit, ich weiß nicht genau, was in Wirklichkeit passieren würde. Ich nehme an, sie würde ihm den Arm abreißen und er würde trotzdem auf den Boden klatschen. Oder gleichzeitig so ein bisschen. Weil nur, weil plötzlich
quasi vertikal beschleunigt wird, hört ja die horizontale Beschleunigung nicht einfach so auf magische Art und Weise auf. Aber gut. Ich meine, come on, bei dem Spiel, nach solchen Logiklöchern hier, naja. Hey, ich kann mich an die Kreuzung aus dem ersten Teil erinnern. Im ersten Teil konnte man ja noch durch die Stadt fahren. Was übrigens gut ist, dass sie das gestrichen haben im zweiten Teil. Das war langweilig eigentlich. Auf Dauer. Und anstatt die Stadt wieder quasi nochmal mit Collectibles und so Zeugs zu füllen, haben die sich im zweiten Teil echt auf das Wichtige konzentriert. Die Minispiele und die Bosskämpfe. Und das ist gut so. Hä? Hier müssten eigentlich Palmen stehen. Im ersten Teil war hier, glaube ich, das Palmen-Minispiel. Ah, da kommen sie. Die werden nur ein bisschen spät geladen. Na dann. Sehr gut. Tja, No More Heroes 2. Das ging jetzt sehr viel schneller, als ich dachte. Wir haben immer noch 2020. Ich dachte ehrlich gesagt, das begleitet uns bis ins nächste Jahr rein. Aber das stimmt gar nicht. Aber macht auch nichts. Am Dienstag, nächsten Dienstag um 19 Uhr, geht's dann mit Mario weiter. Und am Freitag ist dann Random Stream. Da spielen wir irgendwas, das ich noch nie irgendwo gespielt habe, weder im Stream noch auf dem Kanal. Am besten was, das ich selber auch gar nicht kenne oder was, das ich euch schon lange mal zeigen wollte. Je nachdem, schauen wir mal. Irgendwas Zufälliges. Und dann schauen wir weiter. Dienstag drauf spielen wir dann vielleicht wirklich noch Travis Strikes Again, den Zwischenteil quasi. Der Spin-Off, der zwischen dem zweiten und dem dritten Teil spielt, der ist leider nicht so gut wie die Haupt-No More Heroes-Reihe, aber gehört schon irgendwie auch dazu. Im Endeffekt hat den Suda51 gemacht, damit er No More Heroes 3 finanzieren kann. Das ist im Grunde auch wirklich ein kleineres Spiel, ein Minispiel. Trotzdem sind da echt coole, nette Ideen drin, aber das Gameplay ist schon ein bisschen monoton. Aber genau. War zum Glück erfolgreich genug, dass er damit eben dann No More Heroes 3 finanzieren konnte. Aber das erscheint wahrscheinlich, das hätte noch dieses Jahr erscheinen sollen, aber durch die aktuelle Virussituation hat sich das verschoben auf nächstes Jahr, ohne genaues Release-Datum. Also keine Ahnung, wie lange das dauert. Schön hätte ich es gefunden, wenn man Teil 1, 2 und 3 direkt aneinander rein hätte können, aber man kann halt nicht abschätzen, wann der dritte kommt. So wie ich Nintendo kenne, und das kommt der Switch exklusiv, zumindest fürs erste, könnte ich mir vorstellen, dass die das Shadow droppen und sagen, ach übrigens, nächste Woche hier, No More Heroes 3, in irgendeiner unangekündigten Direct plötzlich. Insofern, schwer zu planen. Aber ja. So, geheimes Ende. Darauf habe ich gewartet. No More Heroes Finn. Einfach nur ein Ende. Nicht mal ein geheimes. Aha, geheimes Ende. Jetzt kommt der Tresseract oder irgendwie sowas. Wer ist der, der ihr die ganze Zeit zugehört hat? Travis war's. Sylvia. Und das ist Sylvia. I was looking for you. Ich verstehe das nicht. Warum? Wie? In welcher Konstellation? Wo ist sie eigentlich? Yeah, it's real. Let's go home. Santa Destroy needs us. Travis, my No More Hero. Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, was das überhaupt war. Mit diesen Gesprächen mit ihr und jetzt das Ende und... Hä? Was? Wer? Warum? Und wo vor allem? Und wann? Marvelous. Wirklich, wann? Ist wirklich eine gute Frage. Okay, ich schätze, jetzt könnte man das New Game Plus starten, oder? Wenn man wollte.
ich lade das Savegame mal, nur um zu gucken, was dann passiert. Ach so, das geht jetzt hier wieder von vorn los mit dem ersten Bosskampf quasi gleich. Mit dem Final Fantasy Charakter, mit Cloud. Na gut, ja hey, dann sind wir durch und dann machen wir jetzt für heute auch Schluss um 23.33 Uhr. Nicht schlecht. Gute Zeit, um Schluss zu machen, finde ich. 23.23 wäre, aber 33 wäre perfekt, aber das geht leider unmöglich. Nicht mit unserer Zeitrechnung leider. Schade. Na gut. Dann danke fürs Dabeisein, danke fürs Zugucken, danke für die Spenden, danke für die Bits, danke fürs einfach am Start sein und wir sehen uns dann hoffentlich am Dienstag, 19 Uhr. Bis dann. Ciao. Gute Nacht. Ja, aber jetzt machen wir früher Schluss. Die 20 Minuten, weil, na, jetzt sind wir durch. Ciao.